Am Dienstag noch hat Ambri gegen den ZSC triumphiert. Die Leuen sind heiß auf Revanche. Das machen sie schon in der Startphase deutlich und gehen nach 5 gespielten Minuten durch den Treffer von Daniel Schneider in Führung. Am Thomas Bäumle, der das Ambri-Goal zurückerobert hat, ist die Sicht verdickt. Aber Ambri zeigt einmal mehr die Saison Kämpferqualitäten und kann kontern. Eine Strafe ist auch gezeigt, 2 Verteidiger haben den Stock verloren, der Lukas Flüeler lässt die Scheiben abprallen und der Mattia Bianchi landet den Ausgleichstreffer. Aber der ZSC hat sich einiges vorgenommen für diese Partie und geht in der 9. Minute wieder in Führung. Der andere Sambühl kann den Thomas Bäumle mit einem Bubentrick überlisten. Es ist das erste Saisongoal für den Bündner. Dann wird Ambri für den ZSC schon fast ein bisschen zum Rehabilitationsgegner. Auch der Patrick Bertschi darf nämlich noch seinen ersten Saisontreffer landen. Er setzt nach, lässt nicht locker und bringt die Scheibe schliesslich hinter die Linie. Gespielt sind 33 Minuten, es steht 3:1 für die Lions. In der 38. Minute dann der Corey Murphy mit der Spielauslösung hinter dem Goal führen. Der Pass wird zur perfekten Vorlage für den Reto Scheppi. Ambri hat einen Moment lang nicht aufgepasst und das wird bestraft mit dem 4:1. In der 45. Spielminute dann spielt Ambri im Powerplay. Der Roman Botta nimmt die Scheibe an, zielt und versenkt einen riesen Knaller hinter dem Lukas Flüeler. Das Publikum in der Valascha verwacht nach dem 2:4. Man darf gespannt sein, ob das auch die Mannschaft macht. Die Antwort darauf gibt der ZSC in der 55. Minute in Form vom 5:2. Der Patrick Bertschi zieht vor das Goal und der Jeff Tambellini profitiert vom Abpraller. 5 Spiele lang hat er nicht mehr treffen können, jetzt ist es wieder soweit. Das erstickt alle Aufbäumversuche von Ambri im Keim. Das Spiel ist gelaufen, am ZSC gelingt die Revanche. Er entführt 3 Punkte aus der Valascha.